So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Far Cry 3. Ja, ein paar Sachen muss ich anfangs wie immer mal kurz dazu sagen. Wie ihr seht, wir spielen hier Maus, heißt wir spielen auf PC, spielen das Spiel mit sehr hohen Einstellungen, so wie es sich natürlich auch gehört. Und dann spielen wir in der, Entschuldigung, in der Insane Edition oder, wie sie bei mir heißt, Digital Deluxe Edition. Das ist zum Beispiel, du hast ein Warrior Pack, Predator Pack, Hunter Pack und The Lost Expansion sowie Herc. Die ersten drei sind so Packs, da gibt's einfach paar coole Sachen. Lost Expansion sind zwei packende Action-Missionen, wie es hier so schön steht. Sorgen für ungefähr 40 Minuten Spielspaß. Hoffen wir zumindest, dass es Spielspaß ist. Ich gehe aber auch auf jeden Fall schwer davon aus. Und Herc sind nochmal vier einzigartige Missionen, ja. Habe ich mir gekauft. Wird hoffentlich recht nice. Ich freue mich natürlich riesig auf das Game. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, hä? Der sagt doch immer, er will ganze ganze Serien spielen. Ja, das werden wir auch noch. Wenn wir mit dem Dreier fertig sind, werden wir das Zweier spielen und danach das Einser. Jetzt gehen wir einfach mal von hinten nach vorne. Und nicht von vorne nach hinten. Und ich würde jetzt sagen, wir fangen einfach mal mit der Story an. Ja, ihr seht hier, da ist noch gar nichts. Deswegen müssen wir wohl ein neues Spiel starten. Spielen wir auf Spielstand 1. Sind wir ein Abenteurer, ein Überlebender oder ein Krieger? Also Abenteurer wäre ein einfacheres Spielerlebnis für Spieler mit wenig Ego-Shooter-Erfahrung. Überlebender wäre ein Ego-Shooter-Erlebnis für den erfahrenen Spieler und ein Krieger. Eine Herausforderung, für die du all deine Fähigkeiten meistern musst. Ich würde sagen, Überlebender ist angebracht. Und dann starten wir jetzt einfach mal. Ich denke mal, es wird ein Intro kommen. Pilotenschein. Wo verdammt ist der kleine Scheißer? Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Gott, ich hab kein Sambuca mehr getrunken, seit ich 20 war. Springt aus Flugzeugen raus, fliegt wie Vögel. Das ist schon cool. Ich mag das Teil. Ist echt ein geiles Handy. Also, wen haben wir hier? Grant. Und Jason. Aus Kalifornien. Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben. Weil die zwei Weißbrote echt teuer aussehen. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, was sagst du? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie deinen Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Ich bin der mit dem scheiß Schwanz. Guck mich an. Direkt in die Augen. Ey, du Sack! Guck mir in die Augen. Du gehörst mir. Das ist mein verficktes Reich. Halt dein scheiß Maul! Oder du stirbst. Was ist, Jason? Jason, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Macht das keinen Spaß mehr? Bin ich dir nicht unterhaltsam genug? Weißt du, die Sache ist die. Da oben dachtest du, du hättest eine Chance. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber hermano, hier unten? Hier unten
ist es vorbei. Ist okay, ist schon gut. Ich reg mich ab, ich chill. Weißt du, moi und dein verfickter Bruder, wir werden viel Spaß haben, während wir auf das Geld warten. Nach den Geiseln keine Angst. Du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker unterhaltsamer seid als eure Freunde. Da. Bye-bye. Fällst du auch immer wieder drauf rein. Wow, gut, dann geht's jetzt schon los. Folge Grant, lass dich nicht erwischen. Erstmal ducken. Bist du okay? Gott, oh Gott, das Spiel jetzt schon. Komm, hier sind überall Leute. Ich kann doch nicht so schnell laufen, Kollege. 10, die Hocke gehen, verringert Geräusche und Sichtbarkeit. Ist logisch, ist ja immer so. Das kennen wir ja schon. Oh Mann. Ganz, ganz langsam. Ich hoffe, die Grafik, die passt perfekt. Die Entdeckungsanzeige erscheint, wenn ich Gegner sehen können. Sie fühlt sich langsam, wenn Gegner dich allmählich bemerken. Neues Tutorial. Drücke Escape. Die Entdeckungsanzeige. Die Entdeckungsanzeige erscheint, wenn ich Gegner sehen können. Sehen wir jetzt ja hier oben in der Ecke. Hier wird sie immer größer und dann... Dann haben sie uns. Sie wird blinken, wenn du entdeckt bist. Ja, okay. Haben wir gecheckt, denke ich. Oh oh. Oh 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 oh. Gott. Yum yum yum. Das Spiel soll ja jetzt für den einen oder anderen, den interessiert es vielleicht, größer sein wie das Zweier, aber spielt im Dschungel wie das Einser. Können wir hier was mitnehmen? E halten zum Interagieren. Mache Meldung. Hey, ist einer on? Perfekt. Greif dir die Karte vom Tisch. Hab ich doch schon. Wieder ducken. Oh, fuck, fuck. Halt an, was? Bin ich mal gespannt, was der jetzt halt so abzieht. F, wirf einen Stein, um Gegner und Tiere abzulenken. Benutze die Ablenkung, um dich von, um dich an ihnen vorbeizuschleichen. Du musst ihn ablenken. Werfen halt mal. Weg. Was zum? Okay, hat funktioniert. Perfekt. Dann los. Sehr geil. Okay. Ich komme. Wir sind ganz schön drauf und der vor uns war anscheinend in der Armee. Scheiße. Ist so ein gescheiter Fluch. Klasse. Kacke, kann ich doch nicht wissen, dass das gleich so übel losgeht, dass mir da rein bist wahrscheinlich. No man. Feindliche Außenposten erkennst du an ihren schwarzen Rauchfahnen und roten Flaggen. Ist ja gut. Ihr Spiel, das lädt ziemlich lang, fällt mir auf.
Kauft ihr Schatzkarten im Shop, um die Standorte von versteckten Gegenständen wie Reliktenbriefen und Speicherkarten, bla bla. So, dann machen wir das Gute halt nochmal. Ich konnte nicht wissen, dass wir da rein müssen, also echt. Ja, ich will einen Stein werfen. Der Typ steht uns im Weg. Wirf einen Stein darüber. Weg. Interessant. Okay, funktioniert. Komm, dann jetzt los. Rein. Okay, ich komme. Scheiße, Mann. Ah, jetzt klappt es ja sowieso. Einfach so. Zack. Wer ist da? Scheiße, Quinn, das ist toll. Na klasse. Für ihn wäre es auch leichter, wenn der uns einfach aus dem Weg räumen würde, glaube ich. Aber zum Glück macht das ja nicht, das passt. Oh Gott. Scheiße. Der Leertaste klettern. Dann kam der Anruf. Was der Anruf? Kann er sich fallen sollen? Dass er in das Zimmer kommt. Und dann brachte er. Das sind so viele, Mann. Das ist ja krank. Ab ins Grünzeug. Ah, sind das Hanfplantagen? Ja, sind's. Eindeutig, sehr nice. Können wir da mal einen ziehen? Vielleicht werden wir dann ruhiger. Oder sowas. Schnell, 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 lauf, lauf, Mann! Ich kann halt auch nicht sprinten, das ist. Gott. Aber die Grafik, muss man sagen, ist verdammt nice. Und die wird noch nicer, wenn ich meinen neuen PC habe. Ja, ich bekomme jetzt halt endlich einen. Langsam. Ich weiß gar nicht, was ich reden soll, das ist so spannend jetzt schon. Boah. Okay, ich bin ruhig, ich bin ruhig. Vor allem, woher weiß denn der, dass wir hier schon raus müssen? Das verstehe ich auch wieder nicht. Checkpoint erreicht. Ja. Perfekto. Wo sind wir? Wir hätten nie blind springen dürfen. Ich hab dir versprochen, auf euch aufzupassen. Steht da auch, wo Riley ist? Wir werden ihn finden. Wir befreien die anderen. Und dann geht's nach Hause. Oh nein! Bleib bei mir, Grant! Bitte nicht sterben! Halt durch, Grant, halt durch! Oh Gott! Nein, nein, nein! Du bist nicht da! Grant! Grant! Nein, ich respektiere das. Ich gebe dir 30 Sekunden. Und wenn der Dschungel dich nicht lebendig auffrisst, dann ich. Na los, was bist du taub? Ich sag, hau auf, wickel mal an, du Feiersack! Lauf, Forrest! Lauf! Lauf, Forrest, lauf! Also rennen wir. Rennen. Oh Gott! Ach du Scheiße! Lauf, 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 lauf in den Dschungel! Oh Gott, was geht hier ab? Oh, Scheiße. Schlangenlinien laufen und dann wird man. Oh, Gott, jetzt rutschen wir auch noch runter. Jetzt. Na, klasse. Einwandfrei. Ich kann natürlich wieder nicht lenken. Nö, nö. Zack. Komm, weiter. Ohne lang zu fackeln. Oh, Gott, aber die Landschaft, die Szenarie ist schon geil. Das Terror und alles, das ist ja hammercool gemacht. I like, I like, I like. Und Sprung. Duck. Na klasse. Hat uns wieder dermaßen auf die Waffel gewickelt. Komm weiter runter.
halten, verheilen. Ah, mal schneller Tape rum und gut ist. Oh Gott, oh Gott. Klettere an den Pflanzen hoch. Jo, mach ich, mach ich. Halten, okay, hat sich geheilt. Perfekt. Ja, für mich können wir uns heilen und alles. Ich weiß noch, früher, da war es ja so, dass wir Spritzen und so hatten. Ich muss Riley und die anderen. Ja, dann macht es. Oh, geil. Sogar Tiere. Das finde ich cool. In die Hocke. Schnell. Boah, Mann, ich will mich gar nicht umdrehen und alles. Boah, schnell Leertasse. Leer, 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 leer. Nimm dir die Waffe mit, nimm dir die Waffe mit. Oh Mann, natürlich müssen wir weiterrennen. Ich hätte so gerne das Messer gehabt, dann wären wir wenigstens ein bisschen bewaffnet und alles. Überquere die Brücke. Okay, mach ich. Na, toll. Scheiße, hoffentlich bricht sie nicht zusammen, hoffentlich bricht sie nicht zusammen. Na, klasse. Erfolg freigeschaltet. Erstes Blut. Brauchst du Geld? Verkaufe deine Beute im Shop oder kaufe Schatzkarten, die dir die Position von Beutekisten anzeigen. Wow, ich bin sprachlos von dem Spiel. Leute, ich freue mich so auf die nächsten Parts, das könnt ihr mir gar nicht glauben. Bin ich? Was zum Teufel? Du bist wach. Na, vielleicht nicht ganz. Dein Arm wurde betäubt. Für das Tatau. Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen. Aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Wahnsinn. Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Ich heiße Dennis. Jason. Bangau. You. Labalaba. Der Reiher, der Hai und die Spinne. Ich weiß, wer du bist, Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatau wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. Hör zu. Mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und vier andere Freunde finden. Komm. Du hilfst mir also? Ich werde dich befreien. Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen. Ich hab dich am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Es ist wunderschön, oder nicht? Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vaas lebend entkommen konnte. Deine Flucht ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist dein Volk. Die Insel. Ruft nur die Stärksten. Sie rief mich.
Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich. Sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Die machen was her, oder nicht? Sehr hübsch, keine Frage. Ich könnte jede Frau haben, die ich wähle. Aber mein Wille ist auf eine gerichtet. Hier, Geld für Waffen. Du willst deinen Bruder retten, richtig? Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es ein erstes Mal. Alles klar, meine Freunde. Jetzt würde ich erstmal sagen, wir gucken uns ein wenig in der Stadt um. Oh, da geht's aber gleich heiß her. Und ein paar Latina-Ladies. Alles klar. Auf jeden Fall ist unsere Mission in Amanaki. Kaufe eine 1911 Faustwaffe im Geschäft. Ja, ich würde sagen, das machen wir auch, aber erst im nächsten Part. Jetzt danke ich erstmal fürs Zusehen. Wenn ihr Glück habt, kommt heute Abend vielleicht noch einer. Wenn nicht, dann tut's mir leid, dann gibt's morgen auf jeden Fall noch einen. Und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Könnt ihr mir gerne Tipps geben oder halt Vorschläge, wie oft ich einen Part bringen soll und so. Jetzt danke ich euch, wie gesagt, erstmal fürs Zusehen. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.